Und damit Hallöchen, ihr Raketen, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde City Skylines. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Heute geht es weiter. Wir haben beim letzten Mal ja angefangen, unseren Flughafen zu bauen, haben die Grundlagen gesetzt, das heißt die Terminals, den Tower, die Start- und Landebahn, die einzelnen Flugzeugwartepunkte, also die einzelnen Abfertigungspunkte für große, mittlere und kleine Flugzeuge. Wir haben das miteinander verbunden und heute soll es dann darum gehen, den Flughafen als solches weiter auszubauen. Ob wir uns heute schon auch mit dem Anbindungsknotenpunkt beschäftigen oder ob wir uns erstmal noch damit beschäftigen, die Tankstellen zu bauen und alle weiteren Sachen. Das wird sich zeigen, je nachdem, wie lange wir damit brauchen. Ihr wisst, ich habe auch beim letzten Mal spontan gebaut. Das ist nichts vorgeplant. Also von daher werden wir uns auch heute mit diesem Bereich spontan beschäftigen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann legen wir jetzt los. Okay, das aktuell der Flughafen, so wie er aussieht. Ihr seht ganz, ganz viele Flugzeuge hier schon da, weil das Video ja im Hintergrund gerade gelaufen ist. Wir haben aber noch gar keine Anbindung, also von daher kann hier noch gar nicht großartig was passieren. Wir machen weiter. Wir haben ja das letzte Mal uns hier überall bedient, müssen aber auch heute zusehen, dass wir zum einen hier die Flugzeugtankstelle mitbauen. Also wir brauchen ja auch ruhig ein paar Tanks und wir haben dann auch noch andere Dinge, die wir bauen wollen. Wir haben hier Anlagen, wir haben hier Hotels, wir haben hier die VIP-Lounge, da müssen wir mal gucken, wo wir die hinsetzen. Dann haben wir hier hinten noch verschiedene Dekorationen, die wir natürlich auch irgendwo mit dazwischen setzen wollen, Flugzeuge, Zäune. Da müssen wir mal gucken, wo wir das alles mit hinbauen. Also Tankstellen, ich habe es ja beim letzten Mal schon angesprochen, wir müssen mal gucken. Entweder setzen wir die hier schon irgendwo mit ran oder wir bauen noch was Vereinzeltes. Was sich auf jeden Fall vielleicht mit anbietet, ist, wenn wir die Tankstellen hier hinten mit hinbauen. Hier haben wir auf jeden Fall ordentlich Platz. Man kann den Bereich ja auch hier so ein bisschen ausbauen. Da müssen wir halt nur gucken, dass wir vielleicht dann eher schon eine Straße bauen. Und ich weiß gar nicht, wie das aussieht, wenn wir hier, das ist hier große Flughafen-Frachtstraße, mittlere Flughafen-Frachtstraße. Das ist, glaube ich, lediglich für Frachtflugzeuge, ne? Genau, für den Frachtverkehr auf einem Flughafengelände optimiert. Platzen Sie Flugzeugpositionen entlang dieser Straße, um sie möglichst effizient zu nutzen. Genau, das wollen wir aber gar nicht haben. Wir wollen ja eigentlich eher die Tankstelle haben. Und da müssen wir mal kurz gucken, ob wir das tatsächlich. Das müssen wir, glaube ich, auch so verbinden. Ne? Erhöhen Sie die Attraktivität Ihres Flughafens, indem Sie Flugzeugtankstellen platzieren. Das Gebäude kann frei auf dem Flughafengelände platziert werden oder an Rollbahnen angedockt werden. Also es muss zwangshaft natürlich eine Rollbahn mit rein. Das heißt, man muss auch mal gucken, ob das vielleicht Sinn macht, das hier oben irgendwo mit hinzusetzen. Weil es ist natürlich, ich sag mal, ein Flugzeug fährt ja nicht direkt nach dem Landen zum Tanken ran oder vor dem Start zum Tanken, sondern es ist ja an sich kein Flugzeug, was hier ranfährt. Ne? Es sind ja eigentlich Fahrzeuge, die von hier aus jeweils an die Position fahren. Ihr seht es ja auch hier sind ja auch Tankstellen für. Es ist ja keine. Wisst ihr, was ich meine? Also eigentlich macht das hier gar keinen Sinn, weil die Fahrzeuge sollten natürlich dann von woanders hier mit ranfahren. Eigentlich würde das hier hinten tatsächlich Sinn machen. Das heißt, wir setzen die Tankstellen auch um, weil hier wird als solches, glaube ich, kein Flugzeug langfahren. Das heißt, wir nehmen jetzt hier eine Straße und zur Not müssen wir das halt später nochmal umbauen. Kann man das hier? Genau, wir werden das hier einfach mal so nach hinten setzen. Und hier um diesen Bereich mit drumherum. Jetzt gucken wir mal, wie viele Tankstellen wir denn hier hinten ransetzen könnten. Passt hier noch eine dritte mit ran? Ja. Wo das natürlich so dicht an der Startbahn so ein Ding ist. Aber gut, es ist wie es ist. Müssen wir jetzt darauf, wie gesagt, darauf achten, ob das hier, wie das hier angenommen wird.
ob das in so einem Kreislauf vernünftig funktioniert. Aber ich glaube, das würde auch nicht funktionieren, weil das an. Also man kann ja hier auch hier keine normale Flughafenstraße, oder? Kann man hier eine. Nee. Also das funktioniert ja nicht. Das läuft ja alles, wenn dann über diese normalen Straßen. Also von daher wird hier auch. Das gefällt mir tatsächlich hier hinten noch nicht so. Dann müssen wir wirklich gucken. Man das dann zur Not vielleicht. Es gibt aber auch. Kann man das hier? Ne, hier wird es schon wieder zu eng. Und hier wird es auch zu eng. Also wisst ihr, was ich meine? Ich finde das so ein bisschen. Oder wir setzen die halt wirklich hier oben mit hin. Aber es ist. Wie gesagt, die größte Frage, die sich ja eigentlich stellt, ist, fahren hier überhaupt Fahrzeuge lang? Also, oder ist es halt einfach mehr Deko? Ne? Ist es halt einfach mehr Deko oder fahren hier halt auch wirklich Fahrzeuge im Kreis, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt die Tankstelle hier in die Mitte setze, das würde halt hier. Also es steigert ja auch die Attraktivität des Flughafens. So, wenn ich jetzt meinetwegen die Tankstelle hier in die Mitte setze, dazu braucht man natürlich auch wieder eine Straße. So, dass man sagt, okay, pass auf. Von hier aus. Die Flugzeuge landen hier und fahren dann hier rein. Wir haben das jetzt hier so, wir versuchen das mal so ein bisschen parallel zu ziehen. So dass sich dann nach hier hinten wieder alles verteilt. Also wenn man hier quasi reinfährt, könnte man ja auch. Hier mit ranfahren. Das funktioniert natürlich wieder nicht. Weil hier das wieder an dem Knoten nicht funktioniert. So, dann bauen wir jetzt hier die. Die Tankstelle ran. Vier Stück.
So. Der Bereich geht weg. Der Bereich. Ach, Herrgott. Wir wollen es einfach nur. Aber es braucht halt auch alles Strom. So. Jetzt könnte man hier im Endeffekt ranfahren. Hier sind die Tankstellen mittig auf dem Flughafen. Warum auch immer man das mittig dann hinstellt. Aber es ist dann halt so, hier hinten drinne könnte man dann noch ein bisschen Büsche machen. Das Flughafengelände als solches wird ja sowieso meistens, ist das ja, da sind ja keine Bäume drauf. Also hier sind ja auch eher Büsche und Gräser. Das kriegen wir auch so noch mit hin. So. Und dann könnte man halt hier nach dem Landen, können die halt hier rumfahren oder halt die Autos, die halt hier sind, die fahren dann halt hier und betanken die Flugzeuge, ja, die eigentlich da hinten. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Wir wollen noch, ich habe es ja auch angesprochen, wir haben hier noch so eine Flughafen-Lounger, die können wir halt da nirgends ransetzen. Die könnte man jetzt hier gucken, dass man die hier vielleicht mit ransetzt, weil hier oben ist eigentlich kein Platz mehr. Nirgends. Also weder da noch da. Jetzt könnte man sagen, okay, man baut hier eine Lounge hin und hier eine Lounge. Dann können die Leute hier rausgucken. Und das hier, das sind ja die Hotels, die baut man halt eher davor. Und die Anlage ist ja, ist halt ein kleines Hotel, was man dann meinetwegen hier hinten irgendwo mit hinsetzen kann. Oder hier in den inneren Bereich. Wir haben hier noch die Fluglinienzentrale, sollte natürlich auch irgendwo mit davor stehen. Und hier haben wir noch das Luftfahrtmuseum. Gut, ob das jetzt hier unbedingt hin muss, sei mal dahingestellt. Wir haben jetzt hier noch so ein bisschen Deko. Das muss natürlich auch, wenn dann eher hier hinten mit hin. Also wenn wir hier so einen Hangar haben, gerade weil wir hier so eine längere Strecke haben, werden wir das hier hinten mit hin machen. Da habe ich dann schon eine Idee, wie wir das am besten mit platzieren. Dazu brauchen wir aber hier noch mal hier noch irgendwo? Ne, dann müssen wir das ein bisschen weiter weg machen. Dass wir hier das so machen. Dann könnten wir hinten nämlich zum Beispiel die Deko mitnutzen. Wir haben hier Deko, kleine Hangar, große Hangar. Da müssen wir mal gucken. Wie groß die kleinen sind. Groß mit dran setzen. Und vielleicht machen wir das hier hinten dann doch noch ein bisschen. Wir müssen jetzt hier, ich habe schon wieder vergessen, das Dings auszumachen. Wenn wir nämlich jetzt sagen, wir machen das hier hinten doch noch eher eckiger. Gerade. Das geht leider nur in so einer minimalen Kurve.
könnte man nämlich zum Beispiel den Bereich hier noch. Ob wir das hinkriegen, wenn wir das. Das geht halt leider nicht, ne? Das ist jetzt leider zu spitz. Das ist leider zu spitz. Das hätte ich gesagt. Dass man das hier so hochzieht, gerade, das hier oben dann natürlich weglässt. Aber das funktioniert leider so nicht. Das heißt, wir müssten, wenn dann überhaupt, obwohl doch, schaut mal, ha, so geht das, wunderbar. Gott. So, und damit die Flugzeuge von hier, von den Hangern nicht über die Startbahn laufen müssen. So. Ich meine, das ist wirklich, das ist. Das ist echt schade, dass dieses, dass es so nur an diese Fixpunkte hier geht. Dass es hier nur so an diese Fixpunkte geht. Und dadurch echt manchmal so ein bisschen eingeschränkt ist. Weil dann brauchen wir nämlich auch das Zwischenstück hier gar nicht. Dann hätten wir hier nämlich noch so ein bisschen. Ein bisschen Platz für Deko. War. Also Deko im Sinne von, dann könnte man hier nämlich noch zum Beispiel so ein paar kleine Hangars mit hinbauen. Wenn hier sowieso der. Das sind schon die kleinen Flugzeuge. Ich weiß gar nicht, ob das passen würde. Also ob das dazu passt, wenn wir hier Flugzeuge mit hinstellen, die hier parken.
Aber so hätten wir hier hinten noch ein paar Hangars. Da könnte man dann noch ein paar Büsche mit dazwischen setzen. Man setzt hier dann sowieso noch den Zaun mit hin. Der Verkehr müsste dann so eigentlich laufen. So, das heißt, wir haben die Lounges, wir haben den Dingsbereich. Und dann müssen wir mal gucken. Sollten wir das eigentlich so lassen und uns dann nachher tatsächlich im Hauptteil jetzt um die Anbindung kümmern, weil wir haben, wir können jetzt hier meinetwegen erstmal den ersten Zaun setzen, hier hinten. Lass uns das noch anders machen, bevor wir den Zaun machen. Möchte ich, dass wir das hier hinten noch so ein bisschen diese Kanten hier wegmachen. Ich habe es ja gesagt, ich will, dass das hier so ein bisschen natürlicher wird. Dass das aufgeschüttet ist, okay, aber es sollte halt keine starke Kante sein. Also hier geht das ja schon. Aber ihr seht das hier, haben wir das halt immer noch, ne? Das finde ich. Muss ich halt schon irgendwie. Es muss jetzt hier nicht super gerade sein, aber das darf halt nicht so diese Kante hier drin sein. Das finde ich nicht schön. Ich weiß auch nicht, ob man das hätte auch so lösen können, dass wenn man dieses Flughafengelände, dass das halt eingeebnet wird, dass das nach hinten raus so ein bisschen sich abebbt. So, bis hier hinten. Und hier geht das ja eigentlich auch schon. Aber hier, ja, okay, das geht. Da werde ich jetzt nicht großartig was machen. Also ich finde, so passt das deutlich besser. Jetzt ziehen wir hier noch den Zaun für den Flughafenbereich. Gibt ja auch extra diesen speziellen Flughafenzaun. Ziehen wir den bis hier vorne mit hin. So, Flughafen ist eingezogen. Den Bereich nehmen wir uns dann fürs nächste Mal. Wie gesagt, da werden wir uns dann jetzt um die Anbindung, Autobahn, Busanbindung und Co., Eisenbahnanbindung, das werden wir jetzt alles mit reinnehmen. Und dann, wenn das soweit fertig ist, dann können wir auch gucken, dass wir hier noch ein paar Büsche mit dazwischen setzen, dass wir den noch ein bisschen dekorieren. Hier hinten werden wir noch ein bisschen die Bäume mit rausnehmen. Und vor allen Dingen, das können wir jetzt noch machen, bevor wir das Video hier zu Ende geführt haben. Wir werden den natürlich mit ein wenig Wasser ausstatten, Abflussrohre. Ein Flughafen ohne Wasser, das funktioniert nicht. Auch hier muss natürlich alles versorgt sein. Und
dann kann es ja halt bald losgehen. Dann werden wir auch hier wahrscheinlich wieder ordentlich Touristen und Co. in die Stadt kriegen. Und der Stromanschluss wird dann natürlich sich über den Flughafen als solches ziehen, sobald wir die ersten Stromanschlüsse hier haben. So, also wenn wir das jetzt laufen lassen, sollte das Wassersymbol gleich verschwinden, aber das Stromsymbol, das bleibt. Okay, also wie gesagt, beim nächsten Mal wird es dann darum gehen, um die Anbindung und dann noch um die Ausdekoration. Erst die Anbindung, dann die Deko und dann sind wir hier spätestens, denke ich mal, mit 4 Folgen zum Thema Flughafen durch. Okay, dann war es das heute von mir. Ich hoffe, es hat euch auch wieder gefallen. Auf den Sonntag mal wieder ein bisschen weniger und dann eher so Kleinigkeiten, ein bisschen ausbessern, ein bisschen neu mit anbinden und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Abend. Bleibt gesund, geht da steil, bleibt da geil. Ich freue mich auf euch. Haut da rein. Tschüssi.